Ah, sind doch schon ganz schöne Strecken, die sie zurücklegen müssen inzwischen, ne? Egal wie schnell sie sind. Aber dafür ist es halt eine irre große Basis. Wusch. Okay, hat geklappt. Nächsten. Zeug. Alles weg. Ah, es geht trotzdem ganz schön schnell runter. Ja. Vor allem, wenn der Regen schlecht getimt ist und der genau dann kommt, dass er so lange läuft, bis die Nacht anfängt und dann kommt die ganze Nacht und dann kommt der Tag theoretisch wieder und dann fängt es wieder an zu regnen. Das heißt, wir haben dann tagelange Nacht sozusagen. Das klang komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre halt nicht so schön. So, hat sich Eisen erholt. Eisen ist bei 53.000, Kupfer ist runter auf 8.700. Das ist nicht schön. Wollen wir euch mal alle ausmotten? Nee, ne? Wir stellen euch jetzt mal um auf... So, stellen dich jetzt mal um auf Kupfer. Gut. Hä? Warum machst du einen aus? Ah, wo ist das eine komische Ding jetzt gelandet? Nirgendwo. Kupfer. Sollte vorerst reichen. Mit den Replikatoren, dass wir jetzt direkt Eisen und Erz, Eisen und Kupfer herstellen, ist vielleicht doch noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Weil guckt euch das an, ne? 80 MW. Okay, es sind auch viele Replikatoren, aber trotzdem. Das ist hammer viel. So, Plastik. Sehr schön, das kann ich doch gleich mal einstellen. Und dann hätte ich ganz gerne doch langsam schon mal die hier. Weil wir bald mit Grün durch sind. Go. Das da unten kann eigentlich weg, oder? Ersetzt den mal durch ein davon. Momentan ist hier überall nur Nickel drin. Ich hätte aber ganz gerne den Bleirest hier hinten. Mach ich mal weg. Roboter sind ausgelastet? Nö. Dann mach daraus bitte mal eine lila Kiste und daraus auch. Dass alles weggebracht wird. Brut, brut, brut. Gut. Und den Large Area MK4 Drill. So platzieren, dass nicht das Eisen oben abgebaut wird. Und da rein bitte. Gut. Verschwindet das also auch. So, jetzt Plastik, Plastik, das ist wichtig, ja. Du, stell bitte her Plastik. Und das ist viel zu langsam. Ah, es ist trotzdem viel zu langsam. Da brauchen wir mehr von. Bitte euch kopieren. Dahin. Mit 1, 2 davon. Die kriegt auch Speedmodule. So, dann reichen die vier Replikatoren hier hoffentlich, um das auszugleichen, was die eine Chemical Plant unten herstellt. Die da. Wobei die ja auch nur sporadisch was herstellt. Dann aber zwei auf einmal produziert. Trotzdem sollte es hinhauen. Okay, also das kann jetzt abgerissen werden. Resin wird noch hergestellt aus dem Zeug. Haben wir sogar einen ganz schönen Engpass. Also sollten wir Resin wieder anderweitig herstellen. Sonst könnte das hier alles weg. Wisst ihr was? Ich mache es einfach mal. Ich zerstöre jetzt die komplette Anlage hier, die mit Öl zu tun hat. So. Das hier auch. Und dann gucke ich, ob irgendwelche Mangelerscheinungen auftreten und behebe die dann anderweitig. So. Weg, weg, weg.
schräg weg. Was ist mit dem Ferric Solution? Das läuft hier ganz oben hin. Und hier oben werden noch Basic Module Boards hergestellt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir die hier oben haben. Richtig? Richtig. Das heißt, du kannst hier weg. Die auch. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, ist das Ding. Wobei das eigentlich wesentlich näher daran kann. Wobei auch das hier alles irgendwann zerhackstückelt wird und anderweitig woanders neu aufgebaut wird. Aber nicht jetzt. Das lassen wir jetzt so erstmal hier als Gerüst stehen. Das sind vereinzelte lila Kisten, sag ich mal an. So, so, so. Was haben wir da? Kann ich du hier mitnehmen. Okay. Resin. Können wir Resin inzwischen... Nein, können wir nicht. Können wir es hier irgendwo? Nein. Wie konnten wir denn Resin noch herstellen? Irgendwas einschmelzen, oder? Ich guck mal ganz kurz. Schweröl, ja. Nein. Da oben ist auch Resin aus Holz. Das heißt, wir müssen doch hier oben Holz herstellen im Replikator. Ja. Du. Man kann kein Holz replizieren. Können wir das erforschen? Das scheint eine Lücke zu sein. Im Replicator-System. Wir können weder Holz herstellen noch Resin. Und Baumfarm wollte ich eigentlich nicht mehr haben. Das heißt, wir bräuchten theoretisch doch die gesamte Ölanlage, die ich gerade abgerissen habe, um Schweröl herzustellen für Resin. Ja, das ist nicht so gut. Also ich könnte sie wesentlich kompakter gestalten als das da oben, was wir vorher hatten. Aber trotzdem. Schade. Ja, muss ich mir überlegen bis zu den nächsten Folgen, wie wir damit umgehen sollen. Das heißt, bis dahin haben wir keinen Resin. Außer ich finde irgendwo noch einen Wald. Geh mal einen Wald suchen, der noch irgendwo bei uns einigermaßen in der Nähe ist. Da unten zum Beispiel. Und dann machen wir aus diesem Wald hier komplett Resin. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was mit unserem Holz gemacht wird. Geh mal... Hier wird kein Holz verbraucht. Ich gehe mal kurz nach unten und gucke, ob irgendwo Holz verbraucht wird in einer von unseren automatischen Fabriken. Oder ob das Holz jetzt alles im Lager landet. Bei den Holzbrettern da zum Beispiel? Nee, das ist alles direkt schon das gute Zeug. Genau, die fordern nur die hier an, kein Rohholz. Das heißt, irgendwo hier zwischen bräuchten wir jetzt noch Holz zu Resin. Ganz normales Holz zu Resin. Hier oben bietet sich an. Hier sind eh so ein bisschen alternative Fabriken. Das heißt, wir nehmen jetzt eine davon, machen die dahin. Machen ganz oldschoolig mal wieder die Ärmchen. Silber. So. Du hättest gerne Holz. Du stellst bitte Holz aus Resin her. So, das ist jetzt auch nur temporär. Da müssen wir gucken, wie wir das weitermachen. Also wie gesagt, Tree Farm will ich nicht in meiner Basis haben. Ich will keinen verdammten Baum in der Nähe meiner Basis haben. Egal, ob sie für uns arbeiten oder nicht. Wir haben ja nichts zu suchen. Wir sind viel zu grün. Und zwar die falsche Art von grün. Mit dem Replicator geht es anscheinend nicht. Außer ich habe mich da verguckt. Bleibt nicht mehr allzu viel. Außer ich mache irgendwelche Kreuzzüge nach draußen, um Bäume zu finden. Wofür genau brauche ich denn Resin? Das wäre die nächste Frage. Vielleicht kann ich das ja irgendwie umgehen. Für die Rubberherstellung? Rubber geht aus Resin oder aus Resin. Das ist sehr nett. Ich könnte gucken, wo die Roboter hinfliegen. Jetzt Geschwindigkeit runterdrehen. Da. Folgt dem Roboter. Ich bin schon bei 50% Geschwindigkeit.
Ach, da. Für die weißen Bretter. Mach ich wieder nochmal. Für die hier brauchen wir Resin. Das heißt, wir haben jetzt keine weißen Chips mehr. Richtig. Können wir die weißen Bretter, die Fünnelig Boards, irgendwie ohne Resin herstellen? Also erstmal kriegst du hier ein paar davon. So. Fünnelig Boards, wo seid ihr? Nee, können wir nicht ohne Resin herstellen. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, ein Problem für die sehr baldige Zukunft. Resin. Bis dahin mache ich mal einen kleinen Beutezug nach draußen. Bau mal ein... Was ist das da schon wieder? Alu, ne? Immer Alu. Wir bauen einfach einen Roboport vor unsere Haustür und sammeln dann die ganzen Leichenteile da an und die ganzen Bäume. Ich komme nirgendwo mehr durch. So war das nicht geplant. Okay, da muss irgendwie... Ja, wenigstens hier so. Gib mir... Das kann ja ruhig... Hier so vorerst hin. Mit dem. Boah, ist das ein Rattenschwanz. Das dauert ein bisschen. Was bräuchten wir für den Titanzeug? Ja, nee. Und Rubber und überhaupt so Zeug. Nee. Geh mal derweil wieder rein. Stell irgendwo wieder Kiste hin und sortiere das ganze Inventargedöns wieder aus. Du. So, was für ein Roboter bist du? Construction Bot MK3. Du darfst raus. Logic Bot. Bot da kann raus. Zu viel. Komisches Zeug. Leichen. Noch mehr Zeug. Edelsteine, uralt Kapazitor, die Compressor Chest, mit der ich noch rumspielen wollte, ja. Einer davon. Könnte es fast auch schon reichen. Brech das gleich mal ab, wenn er durch ist. Oder wir machen einfach so. Ja, schon praktisch. Da kommen andauernd Sachen und die fallen tot um. Normal. Du bau dich mal dahin. Ja, mein Regenwald vor der Tür und der wird gnadenlos abgeholzt. So, erstmal hier die ganzen Leichen. Und dann den ganzen Riesen. Oh, da hinten ist die Basis. Mach erstmal nur bis hier, in der Hoffnung, dass... Was? Dass wir dadurch nicht allzu viele Roboter verlieren. Und jetzt spaßeshalber hier mal drei davon hin, damit die Gegner noch schneller erledigt werden. Und die Roboter besser gedeckt werden. Habe ich noch ein Lichtmach-Ding-Alien-Zeug? Nee, wir haben kein Lichtmach-Ding-Alien-Zeug. Aber wir haben richtig viele von diesen komischen... Also 2300 von diesen leuchtenden grün-gelben Brocken. Ganz rechts, sechste Zeile von oben. Einer davon braucht man für eine Alienlampe. Das war früher ein Kampf, die herzustellen. Jetzt habe ich da wohl eben vergessen, eine Beschränkung in die Kiste zu machen. Und wir haben 2300 davon. Ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zukunft 2300 Alienlampen brauchen. Aber gut. Construction Bots sind alle ausgelastet. Bau denn doch mal ein paar mehr davon. Ja. Lass dir lieber erstmal die Flying Frames anliefern. Schmeiß das mal alles raus. Irgendwas ist gerade eine Meteor umgefallen. Schreit und stöhnt. Das ist okay. Oh, ein King. Ein King. King. Kommt der King? Achso, da ist die Sackgasse. Wo ist der King? Da kommt er. Gucken, wie das jetzt ablaufen wird. Also ich halte die Maus schon mal hier drüber, dass ich das alles abreißen kann. Er kommt nicht durch. Dann geh wieder zurück. Okay.
Mach mal hier eine Schneise für den König. Plus Goldstraße in einem. Das ist so cool, wie sie einfach mal den ganzen Wald hochheben. Mehr Türme. Definitiv mehr Türme. Wir brauchen Silver Sapphire Tower. Silver Sapphire Tower, ja. Bounty.